Was haben die Sänger Robbie Williams, Mariah Carey, die Fußballtrainer Ralf Rangnick und Ottmar Hitzfeld sowie die Spitzenpolitiker Matthias Platzek und Sarah Wagenknecht gemeinsam? Das erfahrt ihr jetzt im Video. Tja, alle, die ich gerade erwähnte, die hatten einen Burnout. Und das sind nur ein paar Beispiele. Natürlich gibt es die verschiedensten Ursachen, aber der Grund ist immer irgendwie derselbe. Eine ständige Überforderung. In den letzten Videos, die ich gemacht habe, sprach ich über das Lebensmotto: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das steht so in der Bibel und ich hatte darüber geredet, dass jeder Mensch ein Segen sein kann. Allerdings muss man auch aufpassen. Man kann da in eine Falle tappen. Und schon das Sprichwort sagt, allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Bloß, wo bekomme ich die Kraft her, ein Segen zu sein, ohne dabei auszubrennen? Wie schaffe ich es, sogar mal Nein zu sagen zu Dingen, die eigentlich gut sind? Dieser Spruch aus der Bibel beginnt ja mit: Ich will dich segnen. Wir müssen also erstmal selbst was bekommen, um es weitergeben zu können. Doch wo und wie bekomme ich das? Wie bekomme ich die Energie, die ich weitergeben kann? Wie schaffe ich es, nicht auszubrennen? Diese Woche kam bei uns zu Hause auf einmal kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn. Ich kam heim und schon bevor ich reinkam, wurde mir zugerufen, dass kein Wasser mehr da ist. Wir sind in unserem Haus zwei Familien und in jeder Wohnung stand gerade jemand unter der Dusche und der Wasserdruck wurde immer schwächer. Wir rannten erstmal durchs ganze Haus und schauten, ob irgendwo Wasser durch die Decke kommt, ausläuft irgendwie. Gott sei Dank war alles trocken. Dann rief ich bei der Drehwag an, das ist unser Wasserversorger in Dresden. Und die sagten, dass ein paar Meter weiter ein größerer Wasserrohrbruch war und deshalb spontan das Wasser abgestellt wurde. Naja, also besser so, wie wenn es durch die Decke läuft. Das ist aber ein gutes Beispiel, wie es manchen Menschen geht. Sie sind ein Segen für andere, so wie unsere Wasserhähne ein Segen sind, weil wir dort immer frisches Wasser bekommen, wann wir wollen. Und dann passiert aber irgendwas mit dieser Wasserversorgung und wir verlieren den Kontakt zur Quelle. Ein bisschen geht noch, aber irgendwann ist der Boiler leer und dann hast du nichts mehr zu geben. So geht's dir vielleicht, so geht's mir manchmal und so ging's unserer Wasserversorgung. Aber wie kriegen wir immer frisches Wasser? Wie bleiben wir an der Leitung? In der Bibel gibt es alle möglichen Tipps zum Thema. Der erste Tipp wäre, wir brauchen Stille. Bevor Jesus Christus begann, auf der Erde zu predigen, ging er 40 Tage in die Wüste. In der Wüste, da ist nicht nur Stille, da bist du so richtig alleine, da ist nichts. Also, mein Tipp, einfach mal alleine ohne Handy in den Wald oder sonst wohin, wo Ruhe herrscht. Das würde viele von uns schon mal runterfahren. Und dann damit anfangen, das, was einem durch den Kopf schießt, mit Gott zu besprechen. Das nennt man Beten. Ich spreche nicht von vorgefertigten Gebeten in Reimform, sondern davon, so mit Gott zu reden wie mit einem Freund. Das ist vielleicht erstmal komisch für manche, aber man kann das auch leise oder in Gedanken machen. Das hilft erstmal, sich zu sortieren. Ich habe das schon oft erlebt, dass gerade dann neue und interessante Ideen, Eindrücke und so weiter kommen. Ich glaube auch, dass Gott uns in solchen Zeiten Gedanken und Ideen eingibt. Ich glaube sogar, dass Gott ständig zu uns spricht, also wie auch immer durch Geistesblitze, Zufälle, Begegnungen und so weiter, aber wir es oft nicht hören, weil seine Stimme leise ist. Und wir sie nur in der Stille wirklich hören und deswegen brauchen wir das. Wir brauchen Stille. Und die zweite Sache ist, wovon lasse ich mich prägen? Wir können nur Gutes weitergeben, wenn wir Gutes bekommen haben. Zum einen ist da natürlich unsere Herkunft. Wenn ich aus einer Familie komme, in der man sich positiv und wertschätzend behandelt, ist es leichter, andere Menschen positiv zu behandeln. Aber wenn das alles wäre, dann wären eben die einen gut dran und die anderen schlecht. Und wir haben sehr wohl Einfluss darauf, wie wir uns entwickeln. Wir müssen uns von dem prägen lassen, was gut ist. Prägen, also das Wort, kommt ja vom Herstellen von Münzen. Eine Münze wird geprägt.
Da ist eine Form, da ist ein Bild und das wird in ein Stückchen Metall eingeprägt. Wie gesagt, am Anfang als Kinder können wir wenig darüber entscheiden, aber als Erwachsene sind wir sehr wohl verantwortlich dafür, was uns prägt. Wir werden ein Stück weit so wie die Dinge, die wir an uns heranlassen, von denen wir uns prägen lassen. Da stellt sich die Frage, was schaue ich mir an? Im Fernsehen, im Internet? Was höre ich mir für Liedtexte an? Von was lasse ich mich beeinflussen? Mit welchen Leuten bin ich zusammen? Natürlich ist es Quatsch, von allen Menschen Abstand zu halten, die irgendwie einen schlechten Einfluss auf mich haben könnten. Da könnte ich gleich irgendwo auf eine einsame Insel ziehen. Aber die Frage bleibt, wovon lasse ich mich prägen? Überleg mal, was ist den Leuten wichtig, mit denen du viel Zeit verbringst? Ist das gut für dich oder nicht? Findest du deren Werte gut oder nicht? Und dann denk mal nach, was würde dir gut tun? Welches Buch, welche Musik, welche Sendung im Fernsehen, welche Menschen? Und dann verbringe deine Zeit entsprechend. Ich persönlich versuche jeden Tag damit zu beginnen, fortlaufend ein Kapitel in der Bibel zu lesen und zu beten. Ich denke über das nach, das ich gelesen habe und bete dann für bestimmte Menschen, Situationen oder was auch immer, das mir in dem Moment oder in dieser Woche gerade wichtig ist. Das habe ich in meinem Notizbuch stehen, damit ich nichts Wichtiges vergesse. Natürlich kann man auch andere Sachen beten, die spontan sind. Aber ich finde, das ist ein guter Start in den Tag, weil ich dadurch schon mal auf Gott fokussiert bin und mit den richtigen Gedanken in den Tag starte. Und kurz noch das Dritte, lerne Nein zu sagen. Es gibt so viele gute und dringende Dinge, aber wir können nicht alles machen. Wenn ich zu allem Ja sagen würde, was mich die Leute fragen, dann hätte ich wirklich schon einen Burnout. Ich sage wahrscheinlich sogar genauso viele Termine ab, wie ich zusage. Und ganz oft sind das wirklich gute Dinge. Was weiß ich, die Leitung von einem Chor, die Durchführung von Schulgottesdiensten an einer christlichen Schule oder Auftritte mit meiner Kindershow. Alles Dinge, die eigentlich gut sind, die ich auch wichtig finde, aber ich kann nicht alles machen. Und wenn ich die ersten zwei Bedingungen erfüllt habe, also Ruhe finden und mich mit positiven Dingen füllen, dann fällt es mir auch leichter, Nein zu sagen, weil ich weiß, wozu ich Ja sagen will, also was mir wichtig ist. Ich möchte dir Mut machen, lass dich auffüllen mit dem, was Gott für dich hat. Such die Stille, lass dich vom Richtigen prägen und lerne Nein zu sagen. Dann wirst du gesegnet sein und kannst diesen Segen an andere weitergeben. Also, seid gesegnet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.